Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Ich bin der Frank und das ist der Thomas. Ich bin der Thomas. Und wir werden heute einen kleinen Vortrag halten. Und wir haben ihn genannt Wegbegleiter freie Software. 20 gemeinsame Lebensjahre. Weil wir haben vor ungefähr ziemlich genau 20 Jahren. 21 Jahre schon. 21 Jahre haben angefangen mit freier Software gemeinsam. Gemeinsam zu arbeiten. Zu werken, genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir erzählen mal ein bisschen was, was wir in den letzten 20 Jahren so erlebt haben. Das heißt, wir wollen das Ganze nicht nur so als einfachen technischen Vortrag präsentieren, sondern wir möchten auch Geschichten erzählen, weil es sind ja auch ein paar Erlebnisse dabei. Wir wollen den Zusammenhang herstellen, wie das Ganze mit Linux und freier Software zusammenhängt. Wir wollen auch erklären, welche freie Software wir einsetzen. Und wir wollen auch sagen oder erklären, wie vielfältig diese freie Softwarewelt sein kann, wie vielfältig sie ist. Und wie man mitwirken kann, wie man teilhaben kann, wenn man zum Beispiel auch nicht programmieren kann. Ja, das heißt, das ist also eine Mischung aus Technik, aus Erlebnissen. Gesellschaftliches Vermischtes. Gesellschaftliches Vermischtes, ja. Gut. Dann machen wir das nochmal. Also, wir werden uns erstmal die Rechnergeschichte von Thomas besprechen, meine Rechnergeschichte, dann was zur Software, dann ein paar Erlebnisse und noch ein bisschen Zusammenhang. So, wir fangen mit Thomas Rechnergeschichte an. Ach, dann fange ich gleich mal an. Ich gebe mir ein bisschen zum Lesen. Ja, Anfang der 70er Jahre, da war ich noch verhältnismäßig klein, kriegte ich den hier abgebildeten Pico-Spielzeugcomputer geschenkt. Die Bezeichnung Computer war mit Hochtraum, aber es war schon eine programmierbare Steuerung. Und zwar hatte man hier vorne, ich glaube, 12 Tasten oder sowas. Wie sind es? 3, 4, 6. Oh. Mit Zähne bloß. 10 Tasten und hinten hat man 10 Lämpchen drin gehabt und noch eine Blinklicht und eine Hupe. Und damit konnte man über die Drähte, konnte man in dem Steckfeld da oben schöne Sachen programmieren. Da gab es dann ja noch Beleuchtungsfolien hinten rein, dass man verschiedene Zeichen drin hatte und so weiter. Das war eigentlich der Anfang von Computern. Anfang der 80er Jahre haben wir dann mit TTL-Schaltkreisen gebastelt und den ersten Selbstbaucomputer gemacht. Noch mit U880, hier im Westen, weil er als Z80 bekannt. Das, ja, U880 war die DDR-Abfolge davon. Ja, und seit 84 habe ich dann einen DDR-Computer-PC 1715 gearbeitet und habe schon mit Supercalc gearbeitet, einer Tabellenkalkulation auf DOS-Basis. Damals ging alles noch auf eine 5,25 Zoll Diskette. Sämtliche Daten, sämtliche Programme und alles auf einer Diskette. Ja, dann habe ich mir einen Laptop dann später gekauft, nach der Wende. Und dann noch Desktop-Computer schon mit MS-DOS und Windows 3.11 und 97 habe ich mir dann sogar 95B, hier Windows 95B gekauft und Word 97 und Excel 97. Wie geht's weiter? Da? Man drückt eine Taste. Ach so. Ja. Ende 98 habe ich mein Unternehmen vorbereitet. Ich mache seit 99 ein selbstständiges Unternehmen hier. Ausfahrten hauptsächlich für Rentner, aber auch andere und auch zu vielen Linux-Veranstaltungen. Und in der Vorbereitung hatten wir auch einen Computerkurs bei einer Schulung und da fiel mir die erste Heft-CD in der Hand. Mit KDE 1.0 und SUSE, ich weiß gar nicht, was das war.
drei oder sowas. Zuse 4 vielleicht, Zuse 3. Zuse 3, irgend sowas. Jedenfalls mit der Zuse haben wir schon angefangen. Mit allen Komfort. Erstmal die Festplatte komplett gelöscht. Mit sämtlicher Windows-Partition. Weil ich mit der Partitionierung hatte ich mich vorneweg nicht beschäftigt. Ja, aber irgendwie hatte ich es dann doch drauf gekriegt. Und dann Anfang 2000 habe ich mich dann mit der Linux User Group in Chemnitz beschäftigt und habe dann 2001 als Aufbauhelfer die dritten Chemnitzer Linux-Server besucht und ab 2002 habe ich die Linux-Server immer gesponsert bis heute. Wir hatten ja gerade vor 14 Tagen, ne? 14 Tage hatten wir die Linux-Tage, wieder eine schöne große Veranstaltung. Und ab 2002 habe ich dann mir damals, ich glaube, sechs oder sieben CDs in der Debian-Distribution gekauft. Damals noch Woody. Dann warst du gekauft? Ja, ja. Die Distribution musste man ja kaufen, weil man so viel Internetleistung hatten wir damals noch nicht. Und seitdem mache ich nur noch Debian. So, und dann kommt der fünfte Chemnitzer Linux-Tag. Und wir waren gerade mit dem Abbau beschäftigt. Ich weiß noch, wir haben das Küchenzeug hinter gefahren. Ach so, und das mussten wir woanders hintransportieren. Ja, ja. Das Gebäude, das musste ja alles in dein Auto rein. Das war alles in meinem Auto oder vieles in meinem Auto drin. Und der Frank hat mit mir Zeug in die Küche gefahren. Und da sagt er, was machst du nächste Woche? Und da sage ich fahre nach Norwegen. Ja, er sagt, das ist interessant. Ich habe eigentlich frei nächste Woche. Könnte ich vielleicht mitfahren? Ja, und dann war doch der Platz frei. Und da haben wir dann kurz entschlossen, eine Woche später sind wir nach Norwegen gefahren. Für eine Woche. Genau, und da ist dann dieses Bild da entstanden. Und der Pinguin steht auch da vorne. Und man sieht es im Endeffekt ja auch an diesem Bild. Das ist 2003 aufgenommen, also schon ein bisschen länger. Und das ist im Endeffekt so der Beginn, wo wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Um Linux und freie Software zu kümmern. Ja, seit 2003 viele Fahrten zu verschiedenen Linux-Veranstaltungen. Ich habe die Woche extra noch mal geguckt. Seit 2004 auch öfter in Augsburg gewesen. 2006 habe ich den ersten Vortrag hier gehalten in Augsburg. Ja, dann haben wir nach der Fahrt nach Norwegen haben wir gemeinsam meine ganze Unternehmensstruktur von Word auf LaTeX umgestellt, von MS Excel auf Spreadsheet Calculator. Habe ich richtig ausgesprochen, ich hoffe. Ich sage aber bloß einfach SC. Und zwar ist das ein textbasierter, also auf Endkurses basierter Tabellenkalkulation ohne Schnickschnack. Die ganze das Layout macht man hinterher, indem das wieder ins LaTeX eingegeben wird. Das SC hat direkt ein Ausgabeformat im LaTeX-Tabellenformat und da kann man das ohne weiteres in eine LaTeX-Datei integrieren, sodass ich eigentlich die zwei Hauptaufgaben, Texte, Einladungen, Rechnungen, Drucken, alles mit LaTeX mache und der Rest wird mit dem SC gemacht, ganze Abrechnung. Da ist auch noch ein kleines Bildchen drauf von dem SC. Also sieht das aus. Ist eben eine ganz einfache Tabellenkalkulation und man hat den Vorteil, dass man sich nicht um Formatierung und sowas kümmert. Das macht man alles viel später, wenn man es mal ausdrucken will. Wer mit dem Wim vertraut ist, der kann auch mit SC arbeiten. Ja, die Tastaturen, Befehle sind fast die gleichen. Ja, und dann seit 2005 habe ich dann auch DSL
Hier haben wir noch vom 6. Linus-Tag, also ein Jahr später, eine Vorbereitungstour zum Chemnitzer Linux-Tag gemacht. Und zwar haben wir hier ein Werbefoto gemacht, wo wir in den Ortseingang einmarschiert sind. Hier ist der Frank mit Rücken und dem Tux. Da muss ich richtig hinstellen, damit es genauso aussieht. Und da bin ich. Ja, ja, und das ist also sehr interessant, dass diese Sachen halt schon irgendwie, dass das jetzt 20 Jahre schon sind. Und und vor allem war es kalt. Ja, der eine hier ist davon sogar barfuß. Der ist immer ohne Schuhe gelaufen. Ja. So, jetzt ist der Frank wieder mal dran. Genau. Also meine Rechnergeschichte beginnt irgendwie 1988 oder 89. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, mein Vater hat mich irgendwann mal mit in seine Schule genommen und hat gemeint, hier gibt es irgendwas. Und so bin ich halt zu dem KC 85 oder 87 gekommen. Der war angeschlossen an Schwarz-Weiß-Fernseher. Und da habe ich dann erstmal da angefangen, Tasten zu drücken und auszuprobieren und so weiter. Mit Basic normalerweise, oder? Ja, ich weiß es nicht genau, ob es mit Basic war. Es war auf jeden Fall. Basic oder Assembler, eigentlich die zwei Sachen liefen auf dem Ding. Ja, aber Basic kam irgendwie ein Stückchen später. Das hatte so eine Schreibmaschine. Nö, das war eigentlich gleich mit dazu. Aber ja, aber ich bin nicht damit in Berührung. Na gut, dann hast du nur Assembler gemacht. Ja. Also eigentlich fast reine Maschinenprogrammierung. Da war Assembler schon eine Hochsprache. Das, was ich aber definitiv ausprobiert habe, das war diese Ampelsteuerung, die da zu sehen ist. Und ich habe es deswegen mit aufgenommen, weil es eigentlich so ein Baukasten ist für Kinder. Also eigentlich Holzspielzeug, ergänzt mit einzelnen Plastibauteilen. Und die Steuerung davon, die erfolgt über so einen Lochstreifen. Und auf diesem Lochstreifen konnte man, oder auf diesem Papierstreifen hat man Löcher gemacht. Und jedes Mal, wenn der Kontakt zustande kam, wurde die entsprechende Lampe von der Ampel angesteuert. Und dann hatte man an diesem Kasten halt so ein Drehrad dran, konnte diesen Lochstreifen bewegen und dann hat man darüber halt die Ampelsteuerung gemacht. Und das ist eigentlich so meine erste bewusste Programmiergeschichte, die ich gemacht habe. Und habe ich damals einfach zum Spielen benutzt, aber ja, so bin ich mehr oder weniger dazu gekommen. Dann 93 bis 96 habe ich halt mit MS-DOS mich vergnügt und habe dann halt schon angefangen mit Programmieren. Dann kam halt das Basic dazu, das eben, wie Thomas schon gesagt hat, auch noch in Kombination mit einem Assembler, weil das QBasic konnte halt nur Programme bis zu einer bestimmten Größe und dann konnte man keine ausführbaren Sachen damit bauen. Also brauchte man ein bisschen Assembler dazu, deswegen, also fand ich das eine sehr spannende Geschichte. Dann kam irgendwann TurboPascal dazu, C, Modular, mit den Sachen bin ich nie so richtig warm geworden. Aber was halt spannend war, zu Uni-Zeiten gab es einen Raum, in dem stand eine ganze Menge Suns, also Kisten von Sun Microsystems, und auf denen lief an der Stelle ein CDE. Also es lief sozusagen ein Solaris auf den Sun-Kisten und dann hatten wir in anderen Räumen halt noch ein HPUX mit einem CDE. Und dass ich das keiner mehr so richtig vorstellen kann, habe ich das mal als Bild. Ja, vielleicht kennt das ja der eine oder andere noch. Und bei mir ist es halt so, ich habe versucht, diesen Relikt irgendwie mal in die jetzige Zeit zu retten. Und wenn man das sich hier anguckt, ich habe hier, wenn man sich diesen Rahmen von den Fenstern anguckt, das ist im Endeffekt so ein Theme, was genau dieses CDE-Layout sozusagen noch hat. Ja, das ist, das hat genau diese entsprechenden Knöpfe und so weiter, also von CDE nachempfunden. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schön, auch schön, dass es das sozusagen noch gibt. Der erste Linux-Kontakt war irgendwo 96, 97, das hat mir mal jemand gezeigt, wir haben damit rumgespielt und ich habe dann erstmal überlegt, was macht man denn überhaupt damit, hatte gar keine richtige Verwendung. Und erst später kam ich dann zum Ausprobieren, dann kam das Wetter dazu, ich habe mit einer Susi rumgespielt. Dann habe ich, genau wie Thomas auch, ich habe so ein Heft gekauft und da war halt ein Mandrake drauf. Das fand ich halt ganz spannend, es kam glaube ich auf 2 CDs oder 3 CDs. Später glaube ich. Ich weiß nicht, ob es 2 oder 3 war. Ich glaube erst kam es auf 2. Das kann durchaus sein. Also ich habe damit rumgespielt und irgendwann
hat mich Thomas davon überzeugt, noch mal den Gang auszuprobieren. Haben wir das in Wien ausprobiert? Ne, wir haben bis 2006 haben wir noch gegeneinander, gekämpft ist übertrieben, aber Mandri war gegen Debian angetreten, da haben wir mehrere Vorträge drüber gehalten. Ich glaube, wir haben auch einen hier gehalten, oder? Ja, könnte sein. Ich glaube, 2006 gerade. Und im Endeffekt hat er eingesehen, dass Debian das Bessere war. Schon die vielen unterstützten Rechnerarchitekturen, da konnte er nicht mithalten. Also bin ich dann sozusagen in das Lager gewechselt und inzwischen kommt halt auf allen Sachen, die ich irgendwo benutze, Debian zum Einsatz, auch in allen Schulungen. Ab und zu kommt auch mal Ubuntu mit vor. Und seit letztem Jahr kommt halt das Amaruntus mit, das ist der Dieter dran schuld, weil er das letztes Jahr einen Vortrag vorgestellt hat und mich damit begeistert hat und gesagt hat, das probieren wir mal aus. Und auch die Leute, die es bislang nicht kennen, die das in die Hand bekommen haben, die wollen das dann nicht mehr loslassen. Die haben dann auch nicht verstanden, wo man Debian wird. Das ist eine andere Geschichte. Dann, bis 2007 habe ich die Chemnitzer-Lebenstage mitorganisiert. War eine schöne Zeit. Und, aber auch dieses Jahr hat dann Vortrag gehalten. Ja, bestimmt auch. Mal aber Organisation habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Das darf die jüngere Generation tun. Also wie ich? Zum Beispiel. Ja. 2004 habe ich dann mein eigenes Unternehmen gegründet für Druck und Satz. Das heißt, also wir hätten dieses Jahr wieder oder noch ein weiteres 20-jähriges Jubiläum. Ja, das ist schon. Na, wir wollen mal feststellen, das hast du nur gegründet, weil wir zusammen uns das Latech zu Gemüte geführt haben. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja. Ich muss natürlich gegenhalten, ganz klar. Dann habe ich hier nochmal ein älteres Bild eingefügt, wie quasi die ersten Benutzeroberflächen auch aussahen. Das hat man zum Beispiel beim Debian 3. Hatte man das? Gab es das als grafische Oberfläche? Vielleicht kann sich der eine oder andere von euch noch daran erinnern, das vielleicht mal benutzt zu haben. Ist das 3.0 oder was? Das ist... Oder 3.1. 3.1 war ein Goodie. Ich glaube, das war beim 3.0 oder beim 3.1 dabei. Ich weiß es nicht. Wir müssen es nachgucken. Also 3.1 war, glaube ich, die Goodie. Ja, der Windowmaker. Ja, das... Da kommen Schüler auf. Ja, den hatte ich auch eine Weile. So, dann habe ich aber zwischen 2006 und 2014 mich doch noch ein bisschen in die Organisation mit eingebracht für den Brandenburger Jungsinfotag, der in Brandenburg bzw. in Potsdam stattfand. Ich habe mich mit um den Linux-Bus gekümmert. Das war im Endeffekt ein Bus, der von Berlin nach Chemnitz gefahren ist, weil es halt zwischen diesen beiden Städten keine richtige ordentliche Zugverbindung gab. Mittlerweile gibt es, glaube ich, wieder eine. Oh, nur sehr spärlich. Ja, sehr spärlich. Und dann kommt dazu, dass mich das Linux-Magazin angesprochen hat, ob ich nicht ein paar Artikel schreiben will. Das mache ich also auch seit 2009. Und dann habe ich mein Büro halt gewechselt und war in Berlin und habe dort für das Büro 2.0 mich drum gekümmert, dass es dort ein paar Veranstaltungen gibt. Also dem bisschen organisieren bin ich schon treu geblieben. Zu den Zeitungsschreiben wollte ich sagen, ab und zu war auch der Co-Autor. Wir haben zusammen auch einige schöne Artikel geschrieben. Wir haben auch ein paar Sachen gemacht, das stimmt. Also da ergeben sich immer wieder Dinge, die wir zusammentun. 2010, 2014 war ich Koordinator vom Look-Treffen Berlin. Hintergrund war folgendes, es gibt in Berlin hat eine ganze Reihe von Linux-User-Groups, die am Anfang nicht so wirklich was miteinander zu tun haben wollten. Und da habe ich gesagt, lasst uns doch mal irgendwie treffen. Und dann gab es halt mehrere Veranstaltungen, wo sich einfach die einzelnen Linux-User-Groups aus Berlin getroffen haben. Seit 2012 gibt es das Debian-Paketmanagement-Buch. Das machen Axel Becker und ich zusammen. Das ist einfach ein Buch, wo es um die Paketverwaltung mit Debian geht. Und das machen wir einfach aus Freude an der Sache. Seit 23 bin ich sozusagen Autor von dem Notebook, also Notizbuch für bessere Programmierung. Das ist einfach aus dem Hintergrund entstanden, dass es verschiedene Bücher gibt,
die es für Linux gibt oder auch für die Linux-Zertifizierung. Und dass wir beim Testen von den Büchern festgestellt haben, dass eine Fehlerquote von 30% in den Büchern für Schulungen irgendwie nicht so richtig gut ist. Und deswegen haben wir dann einfach gesagt, dann machen wir unser eigenes Zeug. Und daraufhin sind ein paar davon entstanden. Und es gibt heute Nachmittag bei der Verlosung auch 2 Exemplare davon zu gewinnen. Wer es also haben möchte. Für den Linux-Tag hier haben wir so eine kleine Sonderedition gebaut. Das heißt, der Michael Ries hat mich angefixt und hat gemeint, können wir nicht da. Und haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Das heißt also, hier vorne liegen auch noch ein paar Exemplare davon. Nein, die Informationen liegen doch vorne. Wer das also haben möchte, darf das sich gerne mitnehmen. So, jetzt kommen wir aber mal zu dem Teil, was für Software verwenden wir eigentlich. Und da jetzt hier bin ich schon wieder dran. Und darf erzählen, was er in seinem Alltag so ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich mit dem SC damals groß geworden bin. Und die Abkürzung ist geblieben, heißt immer noch SC, heißt jetzt aber Spreadsheet Calculator. Und ist ein Tabellenkalkulator auf der Kommandozeile mit Endkursesoberfläche. Und wie gesagt, ist eben sehr schön einfach gehalten. Passt mit den Befehlen zum Vim, den ich auch, haben wir auch in eine Zeitungssache geschrieben über den Vim. Dann mache ich seit 2003 LaTeX. Ich glaube, ich bin da nicht ganz unschuldig dran. Ja, das haben wir uns zusammengearbeitet. Und nach wie vor bin ich Fan von dem GooseView und dem XPDF. Ich brauche keine anderen neuen. GIMP ist natürlich für Bilder nach wie vor die Nummer 1 und ansonsten viele Kleinigkeiten. Zum Beispiel der Midnight-Commander, den habe ich auch schon mal einen Vortrag hier in Augsburg gehalten. TPP, das ist ein Textpräsentationsprogramm. Das ist das, was hier in PDF ist, ist dann als Textoberfläche dargestellt. Das geht auch ganz gut. Das ist also ein kleines Werkzeug, wo man Folien auf der Kommandozeile darstellt, wo man einfach ein Terminalfenster auf hat und dann seine Präsentation drin laufen lässt. Ja, ansonsten so die üblichen Sachen. CD-Record und M-Player und was so alles ist. Ja, und was? Für den Buffer ohne X? Doch, das habe ich auch mal ausprobiert, aber es hat nicht immer funktioniert. Was mir vor einiger Zeit mal in die Hände gefallen ist, ist dieses Mediathek View. Der nimmt sich hauptsächlich die öffentlich-rechtlichen, glaube ich, Programme und durchforstet die Mediatheken und da kann man das direkt dort aufnehmen, aus den Mediatheken. Das ist recht umfangreich, dauert auch eine Weile, aber es ist sehr schön arbeiten, wenn man dort was aufnehmen möchte. Ja, das Ripper X ist ja, um CDs auszulesen. Das brauchst du dann sozusagen als Unterhaltung für deine Leiter. Ja, genau. So, bist du schon wieder dran, oder? Ah, nee, jetzt kommt noch die extra super Kalkgeschichte. Ja. Also wie gesagt, 1984 habe ich mit Superkalk angefangen. 90 habe ich dann die nächste Version. Und man sieht, es werden immer mehr Zeilen und immer mehr Spalten. Und dann in 90er Jahren war das dann das Excel. Auch Excel 97. Und dann habe ich verschiedene getestet. Und bin dann wieder bei einem SC gelandet. Und seit 2003 nehme ich den SC 716. Schon eine ganze Weile, aber er läuft immer noch. Und 32.768 Zeilen ist eine ganze Menge. Kann man eine ganze Menge reinschreiben. Ich nutze das auch, den SC als Art Datenbank. Weil im Prinzip ist ein Datenbankprogramm nicht viel was anderes wie eine Tabellenkalkulation.
kann man durchaus so sehen. Hm. Und da sieht man aber, dass selbst, das sind bloß 254 Kilobyte, das gleiche Excel vorneweg waren schon 6 Megabyte. Und heute dürfte es noch deutlich mehr sein. Ja. So, jetzt ist der Frank dran. Ja, meine Liste ist ein bisschen länger. Das hat einfach damit zu tun, dass ich halt sehr viel mit dem Textsatz arbeite. Das heißt also mit Tech arbeite ich sehr viel. Wo hast du denn das her? Ja, das hat mich jemand dazu überredet, ja. Und was ich an der Stelle auch benutze, ist zum Beispiel Overleaf. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Das ist im Endeffekt eine Webplattform, wo man seine sozusagen seine Web- oder seine Latex-Dokumente hinterlegen kann und kann, muss halt sozusagen seine Latex-Installation nicht mehr lokal haben, weil Latex hatte durchaus ein paar Gigabyte, die es normalerweise haben möchte. Und das nutze ich an der Stelle sehr viel. Aber natürlich auch DocBook oder auch ASCII-Doc, also zum Beispiel das Paketmanagement-Buch ist komplett in ASCII-Doc geschrieben. Und da muss man natürlich wissen, da hängt hinten dran wieder ein LaTeX-Backend, was das Ganze wieder ins PDF umwandelt. Dann bin ich ebenso beim Vim hängen geblieben. Das hat aber damit zu tun, dass mich ein gewisser Sven Lukas mal irgendwann angefixt hat und gemeint hat, das wäre so ein kleiner, toller Editor. Und ich bin da halt hängen geblieben. Dann kommt halt bei mir noch Virtualisierung dazu oder auch Datenbanken oder auch Grafik. Oder auch, wie gesagt, Sachen für OpenStreetMap und das auch. Da müssen wir eine Ergänzung machen. Da möchte Thomas eine Ergänzung machen. Seit jetzt dem Chemnitzer Linux-Tag habe ich nicht mehr das Ostband in Betrieb, sondern das Organix. Das hat den großen Vorteil, dass man Karten in beliebiger Menge aufs Handy laden kann. Bei dem Ostband ist immer nur beschränkte Anzahl von Karten. Und das hat den großen Vorteil, dass man offline alle Karten mit sich führen kann. Das ist insbesondere dann für die interessant, die ins Nicht-EU-Ausland fahren und halt sozusagen, wo der Roaming-Vertrag halt irgendwie noch ein bisschen teurer wird. Das auch noch. Ja. Da gibt es aber eine Frage aus dem Publikum. Naja, ich habe eine Frage, eher eine Richtigstellung. Bei Osman kann man selbstverständlich beliebig viele Karten installieren und aktualisieren, aber halt nur, wenn man das aus F-Droid installiert, also aus den freien Quellen. Wenn man das über Google Play installiert, dann wollen sie irgendwann noch mal ein bisschen Geld sehen, weil dort eigentlich das freie Software ist und sie mit Google Play gar nichts so zu tun haben wollen. Also deswegen aus F-Droid installieren, kann man beliebig viele Karten runterladen. Gut, danke für den Hinweis, dann müssen wir das in Zukunft von F-Droid. Ja, das andere ist aber auch gut. So, jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Erlebnissen, weil wir haben in den Jahren ein paar Sachen erlebt und da kommt als allererstes der große Pinguin auf, den wir am Anfang erwähnt haben. Und wie man hier vorne sieht oder an dem Bild sieht, der passt perfekt auf den Beifahrersitz. Ja, ja. Der Punkt geht zu. Mein zweites Auto. In 25 Jahren habe ich schon jetzt das dritte Auto. Und das ist mein zweites. Das ist doch der Ford. Ne, das ist zum Ninostar, glaube ich. Aber den hatten wir auch schon mal nach Ford nach Augsburg. Mit den Größen. Wir haben hier eine Reihe von Stichpunkten zusammengestellt und vielleicht nehmen wir einfach mal zwei oder drei heraus. Wie wäre es denn, wenn wir mal die Bellnuss-Geschichte ansprechen und die Gummibärchen? Das kannst du vielleicht am besten erzählen. Nee, also mit der Götterspeise müssen wir trotzdem anfangen. Mit der Götterspeise? Dann nehmen wir die Götterspeise. Also wie gesagt, wir sind ja zusammen nach Norwegen gereist und waren dort in so ein auf dem Campingplatz in so einer festen Barke und hatten dort ein Zimmerchen und wir waren ganz alleine in der Barke. War ja im März. War kalt. War kalt, ja, bis minus 20 Grad. Und wir haben uns auch selber Essen gekocht. Und da sind wir dort in so einem ganz kleinen Dorfladen und da hatten die 20 Sorten Götterspeise. Und das hat uns so begeistert, dass wir dort verschiedensten Formen Götterspeise gekauft haben. Und die alle nacheinander gekocht haben. Das musste aber sein. Und vor allen Dingen haben wir dann mit einer Knoppix dort noch Debian-Missionierung gemacht. Das stimmt. Da haben wir die Menschen dort noch ein bisschen bekehrt. Beim Zeltplatzwort.
So, du wolltest von Gummibärchen erzählen. Ja. Ja, wir haben zur Berlinux in Berlin einen Vortrag gehört vom auch irgendwie Debian. Genau, also hat jemand einen Vortrag getestet? Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Hat einen Vortrag getestet. Ich habe vorher auch, aber ich weiß nicht mehr, wer hieß. Ja, und hat an der Stelle gesagt, für jeden gefundenen Rechtschreibfehler in meinen Folien gibt es ein Gummibärchen. Und da hatte erst zwei Seiten geschrieben, da waren seine Gummibärchen bald alle. Und da hat er dann die Tüte genommen und hat sie uns gleich auf den Tisch gelegt, weil er so viele Fehler drin hatte. Also das heißt, wir haben im Endeffekt in kürzester Zeit die ganze Gummibärchen-Tüte. Nicht nur inhaltliche, sondern auch Textsatzprobleme. Das war natürlich für einen Frank gefundene Fressen. Gut, dann haben wir aber noch ein Erlebnis Wiesbaden. In Wiesbaden. Ich glaube, das musst du erzählen. Oh. Wir haben in Wiesbaden fast eine Woche zugebracht. Hm? Ja, Linux bei Wiesbaden 2006. Ja, das war dann, von Karlsruhe ist der große Linux-Tag nach Wiesbaden gewandert und dann später nach Berlin. Und ein Jahr war eben in Wiesbaden. Und wir haben dort als Helfer mitgearbeitet. Und eines Mittags... Was war deine Aufgabe? Da kriegte ich die Aufgabe, ich sollte mal mit an Einlass gehen. War auf halber Treppe die Karten kontrollieren. Kam eine Frau im Hosenanzug auf mich zu. Ich sagte, Ihre Karte bitte. Plötzlich war ich von 5 Mann umstellt. Die Frau braucht keine Karte. Ich sagte, wieso nicht? Das ist die Frau Zypris. Das war damals ja, was war die hier? Justizministerin oder sowas. Und die hat die Messe so besucht. Aber ich habe sie erstmal aufgehalten am Ende. Und die war noch nicht die Treppe hoch, da war es durch die ganze Messe durch. Ja, das muss jeder so seine Eintrittskarte haben. Ja, gerade als Justizministerin müsste es doch eigentlich wissen, dass man ohne Eintrittskarte nicht reinkommt. Ja, du hast deine Aufgabe halt sehr, sehr ernst genommen. Ja. Ich habe noch ein Erlebnis, was ich erzählen würde, das ist Linux und der Pfandflaschenautomat. Also ein bisschen später. Und zwar geht es halt um Folgendes, ich war halt Pfandflaschen wegbringen und der Pfandflaschenautomat hatte sich halt aufgehängt. Also der Flasche verklemmt oder so. War, was weiß ich, genau, Förderband verklemmt. So, die Schlange wurde länger und dann kam halt der Typ vom Getränkemarkt und hat den sozusagen wieder in Betrieb genommen. Und die Leute, das hat halt ein bisschen gedauert, bis das wieder lief und auf jeden Fall die Schlange wurde länger, die Leute haben angefangen zu murren und dann hat er den eingeschaltet und der Einzige aus der ganzen Schlange, der war ich, da war sogar ich derjenige, der glücklich war, weil ich natürlich auf diesem kleinen Display gesehen habe, was im Betriebssystem da drin steckt, weil in dem Pfandflaschenautomat steckt ein Linux drin. Also habe ich mich natürlich gefreut und habe gesagt, aha, und jetzt bootet der Dienst und der Dienst und der Dienst und der Dienst. Und ich war halt sozusagen der glücklich war, der gesehen hat, das Ding bootet und braucht noch so und so lange, bis das gestartet ist. Und dann, als der fertig gebootet hatte, habe ich den Menschen dann gefragt, ob er es nochmal machen kann, weil ich das so spannend fand. Aber der Rest der Leute, die nur ihre Pfandflaschen loswerden wollten, die waren da irgendwie nicht ganz so begeistert. Ja, das ist mein Erlebnis mit dem Pfandflaschenauto. Ich habe aber noch eins mit Internet dank Glühbirne und ich glaube, das ist für alle eigentlich auch recht, ja, ich will nicht sagen gefährlich, aber ich war bei einem kommunalen, also bei einem Dienstleister, der kommunale Rechenzentren betreibt und der hat einen Schulungsraum gehabt. Und da habe ich den Dienstleister gefragt, wie sieht es denn aus, ich möchte Schulung machen und ich brauche Internet. Ja, ich darf mich dann nirgendwo anstecken, darf also nirgendwo Kabel reinstecken und nichts weiter. Mhm. Wie machen wir das dann? Naja, wir haben doch da oben in dem Raum eine Glühbirne und diese Glühbirne, die hat einen Access Point. Aha. Und die Azubis aus dem Nachbarraum betreuen diesen Access Point. Das sind die Zugangsdaten zu dem Access Point und damit haben sie Internet. Und das fand ich sehr spannend, dass das so an der Stelle einfach möglich war. Ja, und vielleicht geht euch das ja auch irgendwann mal so. So. Nun haben wir wieder ein bisschen
allgemeine Sachen, was man eigentlich so im Rückblick alles beachten sollte oder auch selber mal tun sollte. Da haben wir es dann nämlich gleich. Einfach mal selber machen. Man glaubt gar nicht, was man alles kann. Ich hätte mir vor 20 Jahren auch nicht träumen lassen, dass ich hier vor doch einigen Leuten stehe und Vorträge halte. Dann unter die Motorhaube mal schauen, verstehen und selbst reparieren. Wie hast du mal gesehen, noch Gehäusedeckelabschrauber? Ja, das hat aber der Dieter eingeführt. Ach, der Dieter hat das eingeführt, das kann sein. Was hast du hier? Stabiler IT-Betrieb. Ja, natürlich. Schau mal, wenn wir an der Stelle wissen wollen, oder wenn wir sicherstellen wollen, dass unsere Infrastruktur funktioniert, müssen wir natürlich wissen, dass es erstens klappt, dass es funktioniert und dass es auch bezahlbar ist. Und unsere Erfahrung ist, mit freier Software funktioniert das. Ja, wir können an der Stelle sagen, wir wissen, was wir brauchen. Es gibt keine allzu bösen Überraschungen. Es funktioniert einfach. Und das, was meine Beobachtung aus den letzten 20 Jahren auch ist, dass die Leute, die mit Linux oder mit freier Software arbeiten, wissen, was sie tun. Ja, die sind einfach nicht so Menschen, die nur irgendwelche Marketingbegriffe herunterleiern, sondern die wissen tatsächlich, was sie tun. Und es macht einfach Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und deswegen kommt auch diese Begeisterung zustande, bei freier Software weiter mitzuwirken und das auch weiter mitzuverwenden. Da muss ich noch eine kleine Anekdote einflechten. 2002 war das, glaube ich. Ja, 2 war es. Da hat der Knopper Klaus einen Vortrag gehalten in Chemnitz. Und wir mussten am Vorabend die Rechner waren alle fest installiert dort, musste man den Rechner freischalten, weil die Rechner waren alle abgesichert, dass man nicht ans BIOS kam, also ging seine Knoppix-CD nicht, weil die wollten ja nicht, dass keine CD läuft oder andere Software drauf gespielt wird. Und da habe ich mich damals mit dem Klaus darum gekümmert, dass der Rechner freigeschaltet wurde. Und seitdem kenne ich den Klaus gut. Und es ist immer begeisternd, wenn man irgendwo hinkommt und sagt, oh, Tag Thomas, und irgendwie erfüllt es einen auch bitte mit Stolz, dass man den kennt, der diese tolle Distribution erfunden hat. Macht auch Spaß, wenn man sieht, ah, okay, man kann ein bisschen was bewirken, man ist quasi nicht einfach so eingesperrt. Ja. Wir lassen uns auch nicht einsperren und wir haben mal zusammengestellt, welche Veranstaltungen wir alleine oder gemeinsam besucht haben. Es hat eine Weile gedauert, bis wir es alles zusammengetragen hatten. Ob es alles ist, das war trotzdem, ne? Ja. Also wir haben ganz oben mal die zusammengestellt, wo wir beide zusammen gewesen sind. Also entweder nur als Besucher oder wo wir mitgeholfen haben. Oder Vorträge gehalten. Oder Vorträge gehalten haben. Ja, also es zieht sich so im Großen und Ganzen über Mitteleuropa hinweg. Thomas war dann alleine auf dem CCC-Camp an Landsberg, ja, das ist eine ganz besondere Aufgabe. Ja, das hat eine ganz besondere Aufgabe. Das CCC-Camp war ungefähr 5 Kilometer vom S-Bahnhof Alt-Landsberg weg. Und folgendes mussten die Leute irgendwie vom S-Bahnhof in das Camp kommen. Und da habe ich dort eine ganze Woche lang immer einen ganzen Tag Pendelverkehr gemacht. Du hast den Fahrdienst Ja, ich hatte an 700 Leute in meinem Auto drin, in der Woche. Und seitdem kennst du alle wichtigen Leute, die... Beziehungsweise, die kennen mich. Also. Bis Neuseeland. Ich weiß, der eine war aus Neuseeland. Das war der weiteste weg. Amerikaner, Engländer. Die Engländer waren besonders glücklich, dass sie mit mir mitfahren könnten. Die konnten in der nächste Kneipe fahren und Bier trinken. Aber das sind so die Sachen, die man an der Stelle mitbekommt, wird die so passieren. Es gibt aber auch ein paar Events, wo wir noch nicht waren. Wir waren noch nicht in Kiel, wir waren noch nicht in Graz, zu den Grazer Linux-Tagen. Obwohl es der Wolfgang schon so oft eingeladen hat. Ja, es ist halt ein bisschen weiter weg. Ja? CCC Camp Mildenberg kennt vielleicht der eine oder andere, war vielleicht schon mal da. Sieht auf Bildern fantastisch aus, kann man auch sehr empfehlen. Und was bei mir nicht mehr ganz so weit weg ist, ist die Gulas Programmiernacht in Karlsruhe, die ebenfalls auch vom CCC ausgerichtet wird. Und das heißt eben Gulas Programmiernacht, weil es dort eben Gulasch gibt, also Abendessen.
Das Ganze wäre aber nicht möglich ohne Menschen, die wir auf unserem Weg getroffen haben. Wir haben deswegen mal eine kleine Liste zusammengestellt. Die bestimmt nicht vollständig ist. Die ist definitiv nicht vollständig, aber die Folie war voll. Und also Axel und ich, wir schreiben halt an dem Paketmanagement-Buch. Wolfram und ich, wir haben eine Zeit lang in einem Büro gesessen und haben lustige Dinge zusammen gemacht. Sven kennt sicherlich auch der ein oder andere. Sven ist leider viel zu früh verstorben, aber wir haben gute Erinnerungen an ihn. Werner kennen wir auch, lange genug. Kennt auch fast jeder, ja. Der hauptsächlich um mobiles Linux das gekümmert hat. Ja. Die Heike Jurzek hat sich auf mein eigenes Erlebnis, und zwar hat die Heike hier ein Debian-Buch geschrieben und ich hatte mir damals so ein Stick gekauft, um das Internetverbindung übers Telefonnetz zu haben. Und das ging nicht so richtig. Und da habe ich der Heike angeschrieben, per Mail. Und da hat sie geschrieben, ich kann dir hier vorab mal den Abschnitt aus meinem Buch schicken. Es ist aber leider im LaTeX-Format. Und da habe ich dann zurückgeschrieben, was sonst, wenn ich in LaTeX. Und dann ging der Stick dann auch. Und es war ein tolles Erlebnis. Das ist schön, wenn man so Verbindungen knüpfen kann. Klaus haben wir schon erwähnt. Jörg Luther ist in dem Sinne wichtig, weil er hat sozusagen meinen Vortrag beim Linux-User, Linux Magazin unterschrieben. Er hat mich sozusagen angesprochen, ob ich dafür was machen will. Und ist jetzt Chef beim Media, ne? Ja, der macht Linux-User, Linux Magazin. Ja, da hat die ganzen Teile hier. Ja, er hat sich viel zu viel aufgeladen. René? Kennst du? René betreut die Linux-User-Gruppe auf Mallorca. Mit Thomas zusammen, also mit dem Thomas, der da steht, habe ich auch eine Zeit lang im Büro gesessen. Wir haben lustige Dinge gemacht. Gerhard und ich, wir haben sehr viel zum Thema Desktop zusammen gemacht. Veit und ich arbeiten sehr viel im Python-Bereich zusammen. Jörg ist leider viel zu früh verstorben. Ja. Und da kann ich mich immer noch erinnern an einen herrlichen Vortrag auf der Berlinux über CD Record. Seitdem bin ich Fan von CD Record. Ja, so prägen einen die Leute. Aber Ronald hat auch einen großen Einfluss. Ronald hat großen Einfluss. Das war meine Ansprechperson in Chemnitz, wo ich das erste Mal beim Linux-Tag war. Und wo ich das zweite Mal war, da habe ich ja schon mit Fahrten dort den Linux-Tag gesponsert. Da hatte ich eine schöne Geschichte. Da hat er mir eine Mail geschrieben, ich soll doch vom Bahnhof 6 Berliner holen. Und da habe ich dann zurückgeschrieben, ob ich auch Kaffee mitbringen soll. Ja, Berliner ist halt ein bisschen mehrdeutig, ne? Ja, gut. Aber die passen dann doch. Auch ein Dieter kennt ja keiner. Nee. Ein Dieter kennt keiner. Tot, ja. Nee. Aber Dieter wird heute auch mal. Also Dieter hat sehr viel Anregung geliefert. Und was wirst du heute als Vortrag machen? Ich erzähle, wie man ein Installationsstick baut für Multidistribution, für Wiederverwendung von Rechnern. Ah, okay. Und aufsetzen und solche Sachen. Mhm. Das heißt also, wir lernen heute, wie man Distributionen zusammenbaut, die man quasi auf einen USB-Stick transportieren kann. Das ist so ein Multidistributions-Installationsstick. Du hast einen Stick, du kannst verschiedene Distributionen installieren. Du kannst aber auch Rechner klonen damit und kannst automatisiert komplette Installationen durchlaufen lassen. Für solche, die öfter mal installieren, du hast natürlich auch. Das klingt sehr, sehr spannend. Dann wollen wir das jetzt nicht länger aufhalten und sind hiermit. Ich hab schon Seite. Sind hiermit am Ende. Sagen vielen Dank und wünschen noch viel Spaß auf der Veranstaltung. Wenn noch Fragen sind aus den letzten 20 Jahren, vielleicht können wir noch was beantworten. Ja.